So, da wären wir wieder. Wir haben uns entschieden. Das heißt, ihr habt euch entschieden, wobei ihr jetzt noch keine Wahl habt, wenn ihr es genau dann guckt, wo ich es aufgenommen habe. Okay, das war konfus. Wir spielen jetzt die gute Seite der Macht. Der Plan ist allerdings, wenn ich die gute Seite durch habe, irgendwann auch die böse Seite zu spielen. Also ich weiß nicht, ob direkt im Anschluss an die gute Seite oder einen Monat, ein Jahr, 10 Jahre später. Aber irgendwann wäre es schon ganz schön, beide Seiten zu haben. Das heißt, wir spielen jetzt die gute Seite und müssen zuallererst nach Hamdale. So, da wird nämlich der Golem automatisch abgeladen, der hier steht. Alles klar? Alles klar. Ich gehorche eurem Befehl, Meister. Sehr schön. So, nächster Schritt zum Gutsein wäre herauszufinden, zu welchem Richter wir müssen. Brakada, hm? Alles, was ihr tun müsst, ist Richter Fairweather in Brakada zu treffen. Okay, Brakada. Da teleportieren wir uns wieder. Nach Erassia. Und von Erassia müssten wir mit dem Karren nach Brakada kommen. Fairweather. Müssen wir gleich mal auf der Karte schauen, wo der ist. Hallo, ihr wollt Tatalia? Nein. Hallo? Brakada-Wüste klingt schon besser. So, Karte. Hier unten sind viele Häuser. Wasserfluss, Stein, Süß, Brunnen, Hollyfield. Nö. Was ist das? Lichtschwur. Apfelbiene? Apfelbiene. Alexandras, das wird ein Teleporter sein. Edmunds am Pullen. Hier sind zwei Häuser, die sind es bestimmt. Zwei Häuser, die ich nicht angucken kann. Teleporter nach oben. Grinsender Jack. Ein sehr komischer Name. Noch ein Teleporter. Gilde der Erhellung, Meistergilde des Wassers. Nö, wird echt da unten sein. Also, fliegen. Nicht E drücken zum Springen, das ist schon mal sehr gut. Dann hätten wir wieder aus Versehen jemanden umgebracht. Und man kann nur so oft Ups sagen, ohne dass es lächerlich wird. Karte sagt, ein bisschen weiter südlich. So. Das da zum Beispiel. Apfelbiene, so. Bürger. Initiierter. Hallo. Was macht der Initiierter? Er hat alle Zauber der Schule des Selbst. Um 3 Punkte. Oh. Abheben. Danke. Padderton. Meister im Stab. Das brauchen wir nicht. Gute Qualität und angemessener Preis. Oh, Artefakte. Verbrennen. Erhöht den Effekt aller Körperzauber. Der ist gekauft. Luftresistenz plus 17. Ja, doch. Ich hoffe, ihr. Das ist nett. Du, dahin. Oh, wir können auch gleich ein bisschen was bei ihm verkaufen, ne? 13er Stärkenschuhe, die wird er nicht tragen. Ja, okay. Das kann wohl wirklich alles. Ich weiß nicht, was das ist. Weg. Ich weiß nicht, was das ist. Spruchrolle. Können wir das wirklich brauchen? Oh, hör den mal, kann sie nicht identifizieren. Das ist gut. Warte mal, du leg den mal dahin. Gute Qualität und dann verkaufen wir jetzt. Verkaufen wir jetzt alles. Außer den Ring oben rechts. So, erkennen, Ring. Was? Sie kann stinknormalen Zaubererring nicht identifizieren. Okay. Talana braucht definitiv 1-2 Stufen in Erkennen, beziehungsweise den Meisterrang. Das ist doch bestimmt wieder irgendwo hier in der Nähe, oder? Streitkolben, die ganzen Magiesachen.
Kondition, Meditation, sechster Sinn, Ausweichen, Kampfkunst. Ecken schärfen, Ausweichen. Das müsste eigentlich hiermit sein, bei den Support-Skills quasi. Meister reparieren des Süden Tatalias. Feilschen. Meister des Erkennens. Lebt in einer Anhöhe in der Mitte der Bakala-Wüste. Benson. Und die beiden Häuser waren sie übrigens nicht. Außer er wohnt in einem Haus, wo sein Name nicht dran steht. Das wäre nicht so schön. Oh, oder in der Kneipe. Das wäre cool. Trautes Heim war, glaube ich, die Kneipe. Aber jetzt suchen wir es mit diesem Brands. Ich glaube, das ist er. Hüpf. Können wir auf der Minimap eigentlich auch die Karte sehen? Also die... Ja, können wir. Oh, das ist ja praktisch. Apfelbiene. Obelisk. Rauscrollen können wir nicht. Rowans Haus. Bakala Wüste. Komm schon. Gib mir ein Ziel. Das klappt nicht ganz so gut hier auf der Mini-Map. Benson. Es war irgendwas mit B. Ja. 2500. Jetzt kann sie wenigstens hoffentlich unmagische Sachen identifizieren. Wenn nicht, wäre es albern. Grinsender Jack. Nö. Ab in die Taverne. Immer herein. Und da ist er wirklich. Sieht ein bisschen aus wie Archibald. Aber es sind bloß die schwarzen Haare und der Dingens da. Du. Ich wähle dich. Eine weise Entscheidung. Ihr werdet es nicht bereuen. Vertraut mir. Ich wusste, dass ihr diese Entscheidung treffen würdet. Hä? Also sind meine Taschen schon gepackt und ich bin reisefertig. Alles, was ich jetzt noch tun muss, ist, mich zu meinem neuen Heim zu bringen. Und um den Rest werde ich mich kümmern. Das klingt doch sehr gut. Ab nach Hause. Du? Wo ist dein neues Haus? Ah, es ist nicht bei uns im Schloss, sondern es ist in diesem komischen Haus in der Nordostecke. War das, glaube ich? Wo ist unsere Karte? Das ist unsere Karte. Nee, Südostecke. So halbwegs. Na, und es fliegen schön. Oh, was haben wir da? Intellekt. Ihr habt schon gewonnen. Oh. Okay. Es gibt also mehrere Fackeln, die denselben Attribut abfragen. Und wenn man bei der einen Fackel schon gewonnen hat, kann man dann eigentlich auch noch gewinnen. Das heißt, jeder Charakter kann für jeden Step nur einmal gewinnen. Das ist okay. So, da ist das Ding. Vielleicht sollten wir hier die Grenze ziehen. Nein, das erscheint mir ganz sicher nicht gerecht. Wie wäre es hier? Warte, wie ist das? Ah. Meine Freunde, ein Toast. Auf den Frieden. Auf den Frieden. Kaum zu glauben, dass wir uns gegenseitig bekämpft haben, obwohl wir doch alle wissen, wer der wahre Feind ist. Haben die da eben gerade echt einen Strich durch unsere Burg gemacht? Das finde ich jetzt nicht so schön. Aber na gut, erste Veränderung, die uns auffällt, wir haben ein neues Interface, weil wir jetzt gut sind und nicht mehr neutral. Ihr habt weise entschieden, meine Herren. Gavin Magnus, Herrscher der Zauberer, würde gerne mit euch sprechen. Geht zur Bakada-Wüste, der Teleporter nach Celeste wird funktionieren. Celeste ist die Stadt in den Wolken. Gavin erwartet euch auf Schloss Lambeth. Zeit ist kostbar, vergeudet sie nicht. Nein. Also nicht, nein, wir werden sie nicht vergeuden, sondern genau das Gegenteil. Jetzt, wo wir nämlich gut sind, können wir die ganzen Aufgaben machen für die nächste Klasse.
Also wir können jetzt für jede Klasse, die es im Spiel gibt, noch einen Auftrag erledigen und dementsprechend Erfahrungspunkte abgreifen und Ausrüstung und überhaupt. Oh, fliegen. Das heißt, ja, wir können uns ruhig nach Celeste hochbegeben, aber nein, wir werden nicht sofort mit dem Anführer sprechen. Oh, ein neuer Eintrag. Hier. Ohne Datum. Meine Herren haben Sir Brandis Fairweather als Schiedsherrn für den Vertrag von Harmondale bestimmt. Sein Ruf ist als unparteiischer Richter ist untadelig. Am November den 16.11.69 führte er den Vorsitz der heiklen Verhandlungen, die umstrittenen Ländereien Harmondales und Umgebung aufzuteilen. Als die Auseinandersetzung den Frieden zu bedrohen begann, konnte Sir Fairweather schnelles Eingreifen den Tag retten und ein formeller Friedensvertrag zwischen Erassia und Effley wurde unterzeichnet. Die Herrschaft über Harmondale verbleibt demnach bei Erassia, während Effley die äußeren Ländereien zugesprochen wurden. Während Botschafter Wright von Barkada sich zufrieden über den Schiedsspruch gab, erzürnte Botschafter Scale von Deja. Er verkündete im Namen seiner Regierung eine Warnung an alle Reisenden aus Harmondale, einschließlich meiner Herren, dass ihre Sicherheit nicht gewährleistet sei. Ich denke, die Bedeutung dessen ist eindeutig, jedoch hoffte, dass sich eines Tages die Interessen Dejas mit den Harmondales decken könnten. Anmerkung. Ich denke, das wird erst der Fall sein, wenn sie uns unterjochen. Sehr schön. Ja, meinen sehr sympathischen Butler. Und wir müssen gar nicht fliegen. Wir teleportieren uns einfach nach... Können wir noch nicht, okay. Nach Erassia. Dann fliegen wir zu den Stellen. Hallo? Ihr wollt reisen? Reisen wieder in die Barkada-Wüste. Hallo? Es geht sofort los. Und jetzt, wenn wir dann einmal oben waren, können wir uns da doch direkt hin teleportieren. So jedenfalls der Plan. Fliegen. Das war einigermaßen mittig. Das war so eine komische Konstruktion aus mehreren Torbögen. Und da müssen... Genau das da. Da geht's hoch. Barkada-Wüste verlassen. Ja. Und willkommen. Ist es wirklich klug, da reinzugehen? Willkommen in den Wolken. Ja, Talana, ich weiß auch nicht. Da kann man nämlich doch ganz schön runterfallen. Schicke Waffen haben wir hier auch. Und eine Ausbildungsschule, die uns ziemlich hoch aufstufen lassen wird. Haben wir übrigens keine Erfahrungspunkte bekommen, dafür, dass wir den Richter ausgewählt haben. Das geheiligte Schwert, Rüstung der Ehre... Müssen wir mal gucken, was wir alles einkaufen. Eine Bank. Immer herein. Etwas zu trinken. 30 Proviant. Sehr gut. Was suchen wir eigentlich genau? Wir suchen Magiergilden. Denn Zauber sind sehr, sehr, sehr wichtig. Und wir sollten eigentlich auch in alle Privathäuser reingucken, was für NPCs da vielleicht sind. Oh. Das ist kein richtiges Privathaus. Und das ist was vollkommen anderes. Wir sollten nicht einbrechen. Nicht im Himmel, wenn Engel rumfliegen, die schwer bewaffnet sind. Okay, gucken wir erstmal nach Westen. Ein leeres Haus. Noch ein leeres Haus. Und im Himmel gibt es Schornsteinfeger. Tränke. Schwarze Tränke. Wahrer Intellekt. Wahres Geschick. Die können wir noch nicht selber herstellen, richtig? Richtig.